Herzlich willkommen zu diesem Video aus meiner Videoreihe, wo ich dir benötigte Kenntnisse zu einer Textverarbeitung vermitteln möchte, die du eben dann beim Erstellen einer vorwissenschaftlichen Arbeit, einer VBA, einer Diplomarbeit oder einer Seminararbeit benötigst. In diesem dritten Video möchte ich dir zeigen, wie man ein bereits geöffnetes Dokument, du hast also schon etwas geschrieben, zum Beispiel deine VBA, in einem PDF-Format exportieren kannst. Dazu geht man hier auf Datei. Klickt dann auf Exportieren und kann hier dann PDF-XPS-Dokument erstellen, sich aussuchen. Man bekommt dann ein Verzeichnis angezeigt und da kann man das dann an und für sich einstellen. Du könntest hier noch minimale Größe einstellen, das heißt, wenn du zum Beispiel einige Grafiken enthalten hast und du nur ein bestimmtes Upload dir zur Verfügung steht, also wenn du es auf eine bestimmte Plattform, wie zum Beispiel eine VWA-Plattform, heraufladen solltest, dann solltest du auch hier minimale Größe nehmen. Und klickst dann hier auf Veröffentlichen. Du könntest darüber hinaus noch vorher auf Optionen gehen und dann hier manche Dinge dann noch einstellen, dass du schon bestimmte Seiten dann veröffentlichen möchtest. Also wenn deine Arbeit zum Beispiel 100 Seiten sind, dann könntest du hier einstellen, zum Beispiel von der zweiten nur bis zur 17. Seite wird das PDF exportiert. Ich belasse es jetzt hier, ich nehme hier minimale Größe und klicke auf Veröffentlichen und habe hier noch vorher das Häkchen gesetzt bei Datei nach Veröffentlichen öffnen. Ich klicke auf Veröffentlichen. Und das PDF-Dokument wurde erstellt. Ich ziehe es jetzt einmal hier in diesen Bereich hinein. Man sieht dann hier dieses PDF-Dokument meiner Datei.